Portemonnaie muss auch mit. Ohne Portemonnaie wird das nichts. Ja. So, das wird jetzt Versuch Nummer 2. Wenn dein Kollege Schnürschuh, der sich gleich mal verzogen hat, dann kann ich auch mal die Tür aufmachen. Als ich mich vorhin anmelden wollte, zeigte mir der Computer an. Einchecken noch nicht möglich. Ja, dann versuchen wir es auch jetzt mal, ne? Mit dem Einchecken. Das Blöde ist nur, ich muss jetzt fast einen Kilometer laufen. Naja, Kilometer ist übertrieben, aber laufen. Ah, dummerweise. Und garantiert umsonst. Wie spät haben wir es? Gleich 6:30? Kurz nach 6:30? Irgendwie so, um den Dreh. Naja. Dann marschieren wir dann noch mal ein paar Meter in die Richtung. Manchmal muss man auch Glück haben. Ja, ich habe mein Ticket. Juhu. Sauber. Ja, sehr schön. Sehr gut. Terminal G. Linie 2 bis 11. Kabine 9039. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das die alte Peter Pan. Das müsste die Acker sein, mit der wir nach Rostock fahren. Yes, sir. Oh. Sehr gut. Jo. Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal. Und es fährt nur eine Nachmittagsfähre noch nach Rostock. Ich habe eben mal gefragt. Die um 21:45, die gibt es gar nicht. Wusste ich auch nicht, aber jetzt weiß ich es. Gut, dann stellen wir uns gleich mal an. Ich hoffe mal, dass ich es finde, weil jetzt sich eine Menge verändert. So, Licht sollte man auch anmachen. Dann sieht man auch was.
Guten Morgen. Es ist Freitag. Wir haben es jetzt 5:05. Raucherraum Agger, ehemals Nils Holgersson übrigens und nicht Peter Pan. Acker ist die ehemalige Nils Holgersson. Genau. Mit Nils Holgersson bin ich früher öfters gefahren. Und es hat sich auf dem Schiff hier nichts verändert. Das ist hier, ich bin hier blind durch die Gegend gelaufen. Also ich kenne das hier noch. Ich hätte gedacht, die haben das hier ein bisschen umgebaut und so. Und ich glaube, die Peter Pan und die alte Peter Pan, was jetzt die Tinkerbell ist, und die alte Nils Holgersson, was jetzt die Acker ist, wo wir draußen sind, sind auch die beiden einzigen Schiffe von TT, die ich noch kenne, die einen Raucherraum haben, wo ich jetzt gerade sitze. Also ich habe nicht gedacht, die haben den abgerissen. Nö, oder umgebaut. Nö, haben sie nicht. Wecken wir auch schon, duschen war ich schon, Kabine zeige ich euch gleich. Wenn ich hochgehe, die Sachen holen, aber wir legen jetzt in einer Stunde an, also. Alles tiefenentspannt. Tiefenentspannt. Ja. In Rostock nehmen wir dann gleich 2 Container auf. Aber da kommen wir dann später bzw. gleich zu. Das war dann für die Überfahrt nach Rostock meine Kabine. Ja. Eine typische alte TT-Line, die Zeugerson-Kabine. Beziehungsweise jetzt heißt das Ding ja Acker. Ja, und. Kuckuck. Ja. Also nichts Tolles, nichts Besonderes. Wie man das eigentlich so kennt. Wie die den alten Zeugerson noch kennt. Und die alte Peter Pan. Und natürlich. Fensterkabine. Ach, guck mal hier. Da habe ich fast vergessen einzupacken. Jo, ich werde nochmal einmal gleich rausgehen, frische Luft. Weil noch sind wir ja nicht da. Ne? Und dann werde ich gleich hier hochgehen und die Sachen holen. Ja, so ist das alles. So und nicht anders. Meine lieben Leute von heute. Was sind die alle so nervös? Kommt morgen. Die Motoren laufen alle schon. Dass die mal alle so nervös sein müssen, ne? Ich verstehe das immer nicht. Erstmal Ruhe ins Boot bringen. Kaffee aufsetzen in aller Ruhe. Ich bin der Letzte, der hier unten runterfährt. Das würde ich mir noch nie mal antun, wenn ich der Erste wäre, der vorne steht. Nicht mal dann. Naja. Ja, wir fahren dann gleich zu Liebherr, das ist hier um die Ecke, und holen 2 Container für Hamburg. Da sind wir ja über Rostock zurückgefahren. Ja. So ist das. Ist das.
So, wenn wir jetzt, bin ich jetzt angedockt. Ich sag ja, die sind alle mal so nervös. Oh ja. So, Kaffee an. Hey, an. An. Kaffee läuft. Jetzt kommt erstmal das Wichtigste. Ah, Kaffee. Weil ich glaube nicht, dass ich vor sieben bei Liebherr was werde. Ach so, ich wollte noch zurückschreiben. Jo. Kamera habt ihr verfügbar. Und für welche Kamera? Ah, für die. Okay, ich mach da mal nebenbei ein Kamera-Update. Genau. So. Fahren wir mal rüber. Laut meinem Navi soll die Straße für LKWs gesperrt sein. Kriegen wir gleich zu sehen, ne? Ob die gesperrt ist oder nicht. Tanklager. In die Tanklager will ich ja gar nicht hin. Euroports. Na, wie meint hier rein? Das ist aber Europort. Hier steht nichts von Liebherr. Liebherr. Tor 1. Siehst du, wollen wir hier doch richtig. Ich dachte schon. Ja, hier gibt es dann zwei. Ja, Christian meint in 20 und 10 Fußcontainer. Im Auftrag steht jetzt 220 Fußcontainer. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir gleich mal. Wenn 220er sind, muss ich auf jeden Fall die Hölzer noch umpacken. Ja. Aber wie sagt Jörg immer so schön, schauen wir mal, den sehen wir schon. Also auf alle Fälle Freitag, Wochenende ist zum Greifen nah. Ein typischer Freitag. Ja, hier ist das Zentrum der Arbeit. Guten Morgen. Nö. Noch nicht viel, weil die Container sind noch nicht fertig. Oh, die meinen so kurz nach neun, halb zehn so ungefähr. Ja, irgendwie wird da noch was eingebaut. Weiß nicht, ob das irgendwelche Elektrocontainer sind oder was. Ich habe keine Ahnung. Epolog. Epolog nach Hamburg. Ja, hab ich schon. Jo. Na. Ja, eben. Ich sag dir Bescheid, wenn ich losfahre.
Bis später, bitte. Ciao. Zentrum der Arbeit. Hat sich nun verwählt. Ich liebe meinen Chef. Ich liebe ihn einfach. Ja, das ist meine Rückladung nach Hamburg. Beziehungsweise damit muss ich nach Hamburg. Zu Hause wäre ja Lübeck. Ja, hier bei Liebherr auf dem Gelände. Krass, oder? Echt krass, was hier so rumsteht. Faszinierend. Ah, ja, so, was auch faszinierend ist, wir haben es gleich 9:30 Uhr, dass ich mich auch mit nach Hamburg machen kann. Mal schnell vorne Papiere holen. Und dann geht er los nach Hamburg. Das ist hier hinten bei der E-Com. Das wusste ich auch noch nicht. Dass das hier bei der E-Com ist. Das ist mir nun auch neu. Okay. Okay, okay. Nun weiß ich das auch. Epolog. Ich wusste, ich habe da schon mal irgendwo gelesen. Ich wusste es. Jetzt weiß ich auch wo. Jetzt weiß ich auch wo. Ja. Jo. Jo. Das ist ein Laden hier, ey. Mann, 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 Mann. Erstmal suchst du dich tot, bis du den gefunden hast, weil der Hof hier auch so richtig schön klein ist. Ja, und dann kannst du dich jetzt hier tot suchen, wo du hin musst. Tor 11. Ja, was soll mir jetzt Tor 11 sagen? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Eine Antwort hast du auch nicht gekriegt, bevor jetzt einer sagt, hättest du ja fragen können. Ja, dann wirklich eine Antwort habe ich auch nicht gekriegt. Weiß ich nicht, ich finde das sehr kurios hier. Ja, siehst du, da darfst du mich gar nicht rein. Ey. Soll das jetzt ein Scherz sein, oder? Soll das jetzt echt ein schlechter Scherz sein? Darf ich doch gar nicht rein. Mir ist auch egal. Es ist auch egal, ich fahre jetzt hier rein. Ich weiß nicht, wo zu helfen ist. Ich weiß auch nicht alles.
Na, hier ist Tor 11. Der hätte doch schneller gefunden als gedacht. Ich sag nichts mehr. Wahrscheinlich ranzt er mich gleich an, weil ich verkehrt in die Einbahnstraße gefahren bin. Dann ist das so. Wenn einer im Büro mal was Falsches schreibt, jetzt hier bei Epolog, er hat keine Container angegeben, als ich mich angemeldet habe. Nein, Packstücke. So, aber bis das jetzt geklärt war, dass die zwei Container die Packstücke sind, bis man da dann die richtige Dame am Telefon hatte, die dann auch noch runtergekommen ist, die das angeguckt hat und die das auch Bescheid wusste, ist richtig was vergangen. Wir haben sie jetzt 2:05 und es ist kein Fahrer zu sehen, der mir das runternehmen kann. Oder besser gesagt, der Stagger ist noch nicht zu sehen. Ja. Ja. Dann warten wir jetzt, dass wir die runtergenommen kriegen. Ah, das ist so. Typisch Logistik. Logistik hat sich immer was mit Logik zu tun. Das zeigt sich dann heute auch mal wieder. Ah, das ist halt Hamburg und ich, ne? Ihr sagt es ja immer wieder. Hamburg und ich, das passt einfach nicht. Naja, dann wird er wohl gleich mit seinem runter an dem Auto wo um die Ecke kommen, denke ich mal. Und dann mal gucken, was es denn als nächstes gibt. Oder ob es noch was gibt, keine Ahnung. Ne? Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag ja, Hamburg und ich, das passt nicht. Ja, hier ist das Zentrum des Wartens. So, ich ziehe gleich das Telefon. So, ich habe die beiden Container abgegeben, Alter. Was ein Schweineladen. Ich will jetzt nichts Falsches hören. Ja. Richtig? Bis gleich, tschüss. Ich ahne Böses. Muss ich nachgucken. Ach, die sind bestimmt gerade beim Grillen. Naja, schauen wir mal, denn sehen wir schon. Willkommen, Freitags. Hamburg, Feierabendverkehr. Ja, es geht ohne was zurück. Die Platte geht auf dem Acker. Und dann fahren wir noch ein bisschen, noch ein paar Container zum Seelankai. So der Plan.
So, Leute. Ein riesengroßer Zeitsprung. Wir haben es jetzt 19.30 Uhr. Ich habe noch ein bisschen was zu tun gehabt und ist ein Auto von uns liegen geblieben. Den hätte ich noch reinschleppen müssen, aber irgendwie doch nicht. Irgendwie wird da was gemacht. Keine Ahnung. So, meine Sachen für Montag habe ich auch schon. Ach ja, das sieht aber mehr aus, als es tatsächlich ist. Genau. Das muss raus. Das brauche ich. Das brauche ich auch. Das kann hier rein. Ja. Wo sind schon wieder meine Brille hin? Da. Ja. Ich räume ja mal kurz weiter auf. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Fahren die Kilometer 2329. Ja, wieder ein riesen Zeitsprung. Irgendwie ist es die Woche der großen Zeitsprünge. Ja, wir haben inzwischen Samstag und ich bin spät dran. Wir haben ziemlich schon 10 Uhr. Ich hätte mal gestern Abend schon fahren sollen, weil, was ich nämlich nicht auf dem Schirm hatte, es sind Ferien. Ja, aber ich wollte nicht ohne eine Verabschiedung mich von euch verabschieden. Nee, ich wollte das Video nicht ohne Verabschiedung beenden. So ist richtig. Ja, ich bin dieses Wochenende mal anderweitig unterwegs. Ist mal was anderes und ich bewege meinen dicken Hintern noch mal von der Couch. So, Leute, das war dann meine erste Woche nach dem Urlaub. Ich weiß, es war nicht ganz so doll, ich war nicht gut drauf und ich kam auch nicht so richtig rein in die Woche. War irgendwie eine komische Woche, auch wenn sie Spaß gemacht hat, aber irgendwie war sie trotzdem komisch. Ja, lasst trotzdem einen Daumen da, abonniert trotzdem. Ja, sagt es trotzdem weiter, teilt das Video trotzdem oder die Videos. Wir sehen uns denn am Montag wieder mit einer neuen Woche. Und ich würde mal sagen, tschö mit Ö, ciao mit V, wiederschauen und reingehauen.